Schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian van de Weijer. Bin kein Holländer, ist viel schlimmer, ich komme aus Fürth. Das Mikro soll ich benutzen, weil sonst auf dem Video kein Ton landet. Aber ansonsten geht es eigentlich auch so akustisch. Was macht der Arzt hier bei einem WordCamp? Das ist ein Zufallsprodukt. Ich kenne einen der Organisatoren, weil ich sein Kunde bin, weil der unsere WordPress-Homepage macht. Und er hat mich angesprochen und gesagt, hey, willst du nicht bei uns mal was zu dem Thema erzählen? Das hat was mit uns zu tun. Wie, was? Und dann hat er mir das erklärt und gesagt, ey, da kommen lauter abgefahrene Nerds, die sitzen den ganzen Tag allein in ihrem Kämmerchen und hacken vor sich hin. Nein, hat er nicht gesagt. Hat aber gesagt, das macht einen Sinn. Okay, warum macht es einen Sinn? Kurz zu mir, was tue ich? Ich bin hauptberuflich Facharzt für Arbeitsmedizin und nebenberuflich als Notarzt tätig seit vielen Jahren. Der Arbeitsmediziner, wissen vielleicht viele nicht, ist der Arzt, der was von der Arbeit und von der Medizin verstehen soll. Das heißt, man kann mich kaufen, man kann mich mieten, aber nicht kaufen. Ich bin beratend für Unternehmen tätig, als Unternehmensberater oder Unternehmerberater und vor allem, das ist das Wichtige daran, als Mitarbeiterberater. Die Aufgabe des Arbeitsmediziners ist es, in sämtlichen Themen, die was mit Arbeit und Gesundheit zu tun haben, alle Beteiligten in der Firma zu beraten. Das heißt, ich habe hauptsächlich Zugang zu Firmen verschiedenster Branchen, aber jetzt eher nicht zu Freelancern. Und deshalb war das ganz okay, dass der Stefan gesagt hat, hey, komm doch mal vorbei, das ist interessant für uns. So, deshalb bin ich hier. Ein Teil dessen, was mit Arbeit... Frage da oben? Nein, ich kann nicht aufs Mikro verzichten, weil das sonst nicht auf dem Video landet. Ansonsten könnte ich sehr gut aufs Mikro verzichten, hast völlig recht. Gut, ein Teil dessen, was mit Arbeit und Gesundheit zu tun hat, ist das Thema Bildschirmarbeitsplatzergonomie. Gibt es hier irgendeinen, der ohne Bildschirm arbeitet? Okay, erste Aufgabe des Tages erfüllt. Ich habe alle Lacher auf meiner Seite, schon mal gut. Wer hat alles den Vortrag von der Maya eben gehört? Okay, sind ein paar da. Das schließt eigentlich fast nahtlos daran an. Ich fand den ganz super, den Vortrag. Schade, dass er nicht mehr da ist. Und die hat gesagt, sorgt für eine gute Arbeitsumgebung. Richtet euch euren Arbeitsplatz gut ein. Kann ich nur sagen, ja, hat sie recht. Warum? Weil euch das die Arbeit einfacher macht, weil es mehr Spaß macht und weil ihr produktiver seid. Ich kann mich natürlich auf einen alten Holzhocker von der Oma in der Küche setzen und da mein Laptop hinknallen. Geht alles, kann man auch mal machen, macht aber dauerhaft als Arbeitsplatz nicht so viel Spaß. Darum haben wir uns so üblicherweise angewöhnt, alles, was Bildschirm heißt, auf irgendeine Art von Tisch zu stellen und einen Stuhl davor. Und dann haben wir noch so Geräte wie Tastatur und Maus. Wir haben das hier einfach mal so ein bisschen nachgestellt. Wer von euch arbeitet ausschließlich mit Laptop? Eine, zwei, drei, vier, okay. Nicht grämen, ich gehe aufs Thema Laptop natürlich mit ein, erzähle aber zunächst einmal was zum stationären PC. Das, was ich erzähle, lässt sich aber zwanglos umbiegen auf die Laptop-Situation. Übrigens, wenn Fragen sind, bitte gleich sofort fragen. Es gibt so eine Dynamik, dass mindestens drei Leute die gleiche Frage im gleichen Moment haben und die anderen zwei sind heilsfroh, wenn einer dann diese Frage stellt. Ja, also immer her damit, wenn irgendwas zu fragen ist. So, als erstes zur Einführung ins Thema machen wir eine Zeitreise. We go back into time. Stellt euch vor, es ist ein paar hunderttausend Jahre früher. Was haben wir da gemacht? Was noch?
Was noch? Aha. Aufgepasst, dass uns keine anderen zum Nachtisch verspeisen. Ja? Und damit ist eigentlich so der Arbeitstag schon definiert. Ne? Der war auch nicht auf 8 Stunden beschränkt. Wenn wir rumlaufen und Bären sammeln oder irgendwelche Viecher jagen wollen, dann legen wir ziemlich viele Kilometer zurück. Das heißt, wir sind über viele hunderttausend Jahre als Bewegungsmaschinen optimiert. Der Mensch ist kein Sitzer und auch kein Steher, sondern er ist ein Beweger. Das ist unser Bauplan und unsere ganze Anatomie und Physiologie ist das, wie wir funktionieren, ist daraufhin abgestimmt, dass wir uns möglichst gut durch die Gegend bewegen können. Immer dann, wenn wir gegen Baupläne verstoßen oder gegen irgendwelche Code-Regeln oder was auch immer, gibt es Probleme, kleinere oder größere. Okay, was brauchen wir denn an Fähigkeiten, um den ganzen Tag durch die Steppe zu laufen oder durch irgendwelche Wälder oder sonst was, damit uns nichts passiert? Was ist da wesentlich? Ja, mal an die 5 Sinne denken. Gute Motorik und Gleichgewicht. Gute Motorik, Gleichgewicht, ja, noch viel einfacher. Wenn ich da hingehe, und das ist jetzt kein Parkettboden, sondern irgendwie Landschaft, dann muss ich den Bereich so 10, 20 Meter vor mir ständig im Blick haben, ob da irgendein Loch ist oder irgendein Stein oder was auch immer, wo ich fallen könnte, mir wehtun, den Knöchel verknacksen. Und vor ein paar hunderttausend Jahren wehtun und Knöchel verknacksen heißt was? Eben, genau. Das heißt, es ist für uns alle überlebenswichtig gewesen, auf jeden Fall, heute vielleicht auch noch, dass wir den Bereich, wo wir lang gehen, die ganze Zeit screenen. Ja? Und das auch im Kopf behalten, was da ist, wenn wir mal irgendwo anders hingucken müssen, könnt ihr im Gebüsch rascheln, was passiert, wenn es im Gebüsch raschelt? Ist entweder harmlos oder nicht. Ne? Das heißt, dieses Szenario vor ein paar hunderttausend Jahren ist eigentlich ständig darauf angelegt, dass unsere Körperfunktionen dafür optimiert wurden, zu überleben. Wenn ich jetzt den ganzen Tag so 10, 20 Meter vor mir den Boden screene, um zu gucken, was da ist, und das läuft ein paar zigtausend Jahre so, ich mache das jetzt sehr vereinfachend, was macht dann unser Körper, was macht die Evolution mit unserem Körper? Survival of the fittest heißt ja nicht, dass der Stärkste überlebt, sondern der Bestangepasste. Das heißt, die Evolution hat dafür gesorgt, dass unser Körper auf das super angepasst ist, was wir als Funktion brauchen. Das heißt ganz konkret, in Nullstellung ist unser Kopf 10 bis 15 Grad vorgeneigt. Und wenn ich dann geradeaus gucke, dann landen zufällig meine Augen 10 bis 20 Meter vor mir oder auch 5 Meter. Ja? Eine leichte Vorneigung des Kopfes ist Grundeinstellung. Wenn ich den Kopf hebe, muss ich ziehen. Wenn ich den Kopf senke, muss ich da ziehen und hier dagegen halten, sonst kippt er runter. Und die Nullstellung ist eben leicht vorgeneigt. Das bitte merken, da hole ich euch wieder ab. Bewegungstier habe ich schon gesagt. Hören müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, wäre auch interessant. Jetzt kämen wir mal wieder nach heute zurück. Arbeitsplatz, Büro. Ich sitze 8 Stunden oder länger am Tag. Wer sitzt länger? Ach, okay. Meistens traut sich keiner. Wenn ich 8 Stunden oder mehr am Tage nicht das tue, was mein Bauplan eigentlich vorsieht, muss ich das bezahlen.
Irgendwie muss ich dafür bezahlen, dass ich nicht das tue, für was ich gebaut bin. Deshalb erster Tipp, das, was die Maya vorher auch schon erzählt hat, sorgt für Bewegung irgendwann am Tag. Und wenn es nicht jeden Tag geht, na, dann halt nicht jeden Tag, aber irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche. Ja, das kann ganz klein losgehen, dass ich nicht den Aufzug nehme, sondern die Treppe. Übrigens auch runterwärts, sogar Treppen runtergehen, hat einen, wenn auch geringen Trainingseffekt. Man nennt es negativ dynamisches Muskeltraining. Einfach machen. Wer in irgendwelchen Arbeitsumgebungen arbeitet, wo man sich von Büro zu Büro Mails hin und her schickt, lass es bleiben, steht auf, geht hin, redet mit den Menschen, ist eh besser. Da ist eine Frage. Ja? Macht doch, was ihr wollt, Hauptsache es macht Spaß. Schachsport ist jetzt vielleicht nicht so die überzeugende Art von Bewegung. Das ist ja, meditieren ist auch gut. Das ist aber jetzt nicht im Sinne von Bewegung das, was ich meinte. Okay, also für Bewegung sorgen wäre so der erste Tipp. Ja, natürlich fällt mir auch schwer, den Arsch hochzukriegen. Deshalb ist es wichtig, dass es Spaß macht. Und am meisten Spaß macht es, wenn man es mit anderen zusammen macht und nicht alleine. Wenn man schnell bewegt, kann man auch mehr essen. Ach, man kann auch mehr essen, wenn man sich langsam oder gar nicht bewegt. Manche essen, um sich nicht bewegen zu müssen, weil ist die Zeit schon vorbei. Also, okay. Gut. Jetzt kommen wir langsam hoch. Ich muss hier innerhalb der gelben Linie bleiben, sonst klappt das da nicht. Jetzt kommen wir langsam zum Büroarbeitsplatz. Das Übliche ist, wir haben da einen Tisch und auf dem Tisch haben wir irgendeinen Monitor und so. Und dann sitzen wir da und Bürostuhl. Wer hat einen Bürostuhl moderner Bauart zur Verfügung, auf dem er bei der Arbeit sitzen kann, wenn er möchte? Okay, das ist die Mehrheit. Ich meine jetzt nicht den 10-Euro-Bürostuhl vom Aldi, ne, sondern einen richtigen Bürostuhl. Der kostet auch ein paar hundert Euro. Gönnt euch das. Ich erkläre euch jetzt, warum das sinnvoll ist. Hersteller ist völlig wurscht. Alle Hersteller, die moderne Bürostühle herstellen, haben in etwa das Gleiche an Bord und das gleiche Lieferspektrum. Ein moderner Bürostuhl kann verschiedene Sachen, die euch dabei unterstützen sollen, entspannt zu arbeiten. Darum geht's. Damit man aber weiß, wie es geht, muss man wissen, wie man diese verschiedenen Hebel da benutzt. Standarderfahrung, Stuhl wird angeschafft. Manchmal hängt unten am Stuhl an dem Gummiband so ein kleines Plastikding, üblicherweise kleiner als das. Da drin versteckt ist die Bedienungsanleitung. Und die hängt 10 Jahre später immer noch da. Niemals hat sie irgendjemand auch nur angesehen. Hat sich irgendeine echt Mühe gegeben, das Ding zu designen und dahin zu platzieren und alles war für die Katz. Ja. Okay. Also Marketing ist alles, ne? Ja, das ist die Positivvariante. Gibt's, das erlebe ich auch immer wieder mal, aber längst nicht jeder, auch nicht jeder Fachbetrieb macht sowas. Das ist richtig klasse. Natürlich lassen die sich das auch irgendwo bezahlen, aber das ist es wert. So, also jetzt habe ich mir also einen wunderhübschen neuen Bürostuhl besorgt, habe den ausgepackt, Folie entfernt und setze mich da hin. Oh Gott, erster Effekt. Ein paar Leute nicken und sagen mir damit, ja, habe ich auch schon erlebt. Ne? Da macht's bumm. So, jetzt denken wir wieder an den Steinzeitmenschen von früher. Ich setze mich auf eine vermeintlich sichere Oberfläche und plötzlich falle ich nach hinten. Was geht hier im Kopf los? Na klar, Gefahr, Gefahr, blink, blink, blink. Weil, wenn ich jetzt noch weiter falle, dann falle ich mit dem Kopf auf den Boden. Wenn der Boden hart ist, breche ich mir den Schädel und dann ist
Ende Gelände, gibt es keine Nachkommen mehr. Ja, dann stirbt die Art aus und dann, das war's dann. Das heißt, ein moderner Bürostuhl im Auslieferungszustand sorgt ganz häufig für einen urmenschlichen Reflex, oh Gott, Gefahr. Das ist das erste Erlebnis mit diesem Stuhl. Geht ja gar nicht, ist aber häufig so. Ich habe es früher auch nicht geglaubt, aber wird mir ganz oft gesagt, ja, genau das war's. Und dann finger ich da irgendwie rum und da waren doch so komische Dinge und ach, wie kann man den abgestellt, es hat Klack gemacht, ich sitze sicher, Leben gerettet, Gott gebe, dass mir das nie mehr passiert. Okay, so, was habe ich damit gemacht? Ich habe eine ziemlich teure Synchronmechanik ausgeschaltet, die ich mitbezahlt habe und die mir eigentlich das Leben erleichtern soll und nicht nehmen soll. Und wenn mir das so passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Hebel, den ich zufällig im Stress gefunden habe, dass ich den nie mehr betätige, weil da steckt ja Gefahr dahinter, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Also lassen Sie es bleiben. Und dann sitzen Sie auf Ihrem Stuhl, der schön steif ist, oh, das kennt man ja, ne? Das ist ein moderner Bürostuhl, das eigentlich anders kann und auch soll, denkt mir jetzt gar nicht dran. Hätte man mal die Bedienungsanleitung vorher gelesen, aber wer tut das schon, hätte man gewusst, dass das eigentlich anders ist. Weil diese Synchronmechanik, die sorgt dafür, dass sich Sitzfläche und Lehne synchron zueinander bewegen können. Die Synchronmechanik muss man auf sich selber einstellen. Und ich mache jetzt mal wieder auf, riskant. So. Und das ist bei jedem Stuhl und bei jedem Stuhlhersteller ein bisschen anders. Hier, dieser Stuhl hat da unten eine kleine Kurbel. Gab es mal so ein Number-One-Hit, Nippel durch die Lasche ziehen, an der Kurbel nach oben drehen oder sowas. Das ist genau sowas. Mit dieser Kurbel verstelle ich die Vorspannung der in der Synchronmechanik eingebauten Feder. Und diese Feder dient dazu, das auf mein Körpergewicht einzustellen. Übrigens, den Stuhl habe ich vorher nicht manipuliert, der war so in dieser Nullstellung. Ja? Standarderlebnis. So, und dann nehme ich mir diese Kurbel und drehe und merke, aha, der Widerstand an der Rückenlehne wird langsam größer. Okay, dieses ist einer der besseren Stühle, weil den kann man sehr fein einstellen. Und so ganz langsam nähere ich mich einer Situation, ja, gleich habe ich es, die eigentlich erwünschte ist. Diese Feder wird so eingestellt, dass mich die Rückenlehne in jeder Position, die mir gerade angenehm ist, stützt, sodass ich nicht nach hinten falle und auch nicht nach vorne geschoben werde, sondern genau da, wo es mir gerade gefällt, sitze ich. Jetzt denken Sie sich, hä, muss man nicht gerade sitzen und was erzählt er? Nee, die einzige Regel, die Sie beim Sitzen befolgen sollen, nee, zwei Regeln gibt es, sitzen Sie so wenig wie möglich und B, sitzen Sie doch, wie Sie wollen. Man nennt es fachlich dynamisches Sitzen. Ja? Dynamisches Sitzen heißt etwas salopp formuliert, die richtige Sitzposition ist immer die nächste. Setzen Sie sich doch hin, wie Sie wollen. Fletzen Sie sich auch mal auf Ihren Bürostuhl, wenn es Ihnen gerade gefällt. Ja? Oder was ja manche gerne tun, sich so... ja? Ja, warum denn nicht? Tun Sie es einfach. Es spricht nichts dagegen, solange Sie das nicht stundenlang am Stück in immer der gleichen Position tun. Das ist der Punkt. Wechseln Sie Ihre Position, bewegen Sie sich. Unser Körper mag es nicht, ständig in der gleichen Position festgehalten zu sein. Okay, jetzt haben wir den ersten Teil vom Stuhl schon mal erledigt. Das ist das mit der Synchronmechanik und mit der Feder. Was hat der Stuhl noch zu bieten? Okay, fangen wir mit den Armlehnen an. Die Armlehnen sind das Unwichtigste, aber wenn Sie das sagen, fangen wir damit an. Sind keine Armlehnen, sondern Unterarmstützen.
Zum Verständnis gehen wir wieder zurück zu unserem Steinzeitmenschen. Deshalb war das so wichtig, dass ich Sie da am Anfang hingenommen habe. Wenn wir den ganzen Tag lang durch die Steppe latschen oder laufen, Nullstellung Arme heißt, die hängen entspannt runter. Hauptsächlich. Ja? Wenn ich dann irgendwas gesammelt oder gejagt oder sonst was habe, muss ich schon auch mal was schleppen, aber üblicherweise hängen die entspannt runter. Das heißt, der Oberarmkopf hängt frei in der Schulter nach unten. Es ist im Normalfall nie so, dass der Oberarmkopf von unten nach oben ins sogenannte Schulterdach reingeschoben wird, reingedrückt wird. So ist es nicht programmiert und so ist es nicht gebaut. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ach, ich wähle jetzt mal diese Position hier und das mache ich auf beiden Seiten, so, und so finde ich das irgendwie cool, dann drücke ich den Oberarmkopf stundenlang möglicherweise von unten nach oben ins Schultergelenk hinein. Und das mag das Schultergelenk nicht, weil dafür ist es nicht optimiert worden. Na, das können wir auch nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten ändern, das ist halt nun mal so. Vielleicht ist das in 20 Generationen anders, wir werden sehen, ne, das werden wir nicht sehen. Also das ist jetzt nicht so das Coole. Ne? Dafür ist es auch nicht gemacht, sondern die kann man übrigens bei einem guten Stuhl, kann man die Dinger natürlich rauf und runter und je nach Preis, den man bezahlt hat, kann man sie dann auch noch rechts und links und was weiß ich alles. Die Unterarmstützen sind dafür da, dass ich meinen Unterarm darauf abstütze und der Ellbogen soll bitte frei hängen. Dann passt es wieder. Ja? Dann hängt es hier locker nach unten und alles ist gut. In diesem Sinne. Genau, deshalb habe ich ja schon mal vorgewarnt und gesagt, das ist das Unwichtigste. Ja? Mich stören solche Dinge immer, ich mache die weg. Andere Leute sagen, nee, ich finde es aber angenehm. Na okay, macht es doch, wie ihr wollt. Ja, aber macht so, dass es bequem ist für euch, dass es euch die Arbeit erleichtert und nicht schwerer macht. Wer so eine Unterarmstütze braucht, um sich mal so hinzusetzen, naja, der nimmt sie halt dafür. Okay? Bei einem guten Stuhl kann man diese Dinge auch noch nach außen oder innen verschieben. Hat ein bisschen mit dem Volumen zu tun, das den Stuhl füllt. Ja, bloß der Vollständigkeit halber erwähnt. Nein, ich erzähle jetzt nichts dazu, wie man Volumen reduziert. Okay, also haben wir die Stützen schon mal abgehandelt. Da noch Fragen dazu? Ist eigentlich easy. Ne? Das nächste, was hat der Stuhl noch? Höhenverstellung, ja. Es gibt eine Zeit vor der Zeit des modernen Bürostuhls, da waren die Dinge nicht höhenverstellbar, jetzt sind sie es, Gott sei Dank. Das macht vieles einfacher. Da gibt es so eine Daumenregel. Welche ist die richtige Sitzhöhe? Ja, ungefähr. Also wenn die Oberschenkel waagrecht oder leicht abwärts geneigt sind. Wenn ihr das nächste Mal Busfahrt, dann setzt euch mal ganz vorne hin, dass ihr den Busfahrer gut im Blick habt und guckt mal, wie stellt er seinen Stuhl ein. Ja, die LKW- und Busfahrersitze sind in der Regel die besteinstellbaren überhaupt, weil da muss jemand dauerhaft sitzen und kann sich nicht bewegen und auch nicht hinfläzen. Und die meisten Busfahrer und die meisten Trucker stellen sich ihren Sitz so ein, dass sie leicht abwärts sitzen. Wieso? Weil sie sagen, das ist mir angenehmer, da bin ich einfach entspannter. Warum? Weil der Winkel zwischen Wirbelsäule und Oberschenkel dann etwas größer ist. Das heißt, hier im Becken mache ich etwas auf. Ja, das Gegenteil davon wäre so sitzen, mit den Knien neben den Ohren. Ist hier jemand deutlich über 2 Meter groß?
Das Problem haben eher die richtig Großen, so Basketballliga und aufwärts. Denen mutet man manchmal Sitzpositionen zu, wo sie irgendwie so in der Gegend rumhängen, nicht gut. Also den Stuhl etwa in diese Höhe, ne, so die Oberschenkel leicht abwärts, passt. Das ist allerdings nur ein grober Hinweis. Wenn jemand sagt, nee, mir ist es aber angenehmer, noch höher oder tiefer, na dann machen sie es halt höher oder tiefer. Ja? Das ist ein Erfahrungswert, der sich dann auch medizinisch begründen lässt und haut meistens ganz gut hin. Okay, also jetzt haben wir Sitzhöhe. Was ist das Nächste? Rollen, ja, gibt zwei verschiedene Rollen, Parkettrollen, Teppichrollen. Die Rollen des Stuhles sollen halt zum Untergrund passen. Ja, das ist Aufgabe dessen, der einkauft, dass er weiß, wo drauf rollt denn mein Stuhl rum, und dessen, der verkauft, da auch mal nachzufragen. Danke, jetzt Stich. Lordosestütze. Boah, wer hat schon mal Lordose gehört? Echt, so viele? Gut, also Lordose ist medizinchinesisch für unser Hohlkreuz. Ja? Unsere Wirbelsäule ist ein fantastisches Stoßdämpfbauteil, und eine ganze Reihe von baulichen Eigenschaften sorgen dafür, dass zwischen dem Untergrund und der Denkschüssel hier oben alles an Stoß und Vibration so weit abgedämpft wird, bis dahin, dass unser Hirn in Flüssigkeit schwimmt, dass das Hirn erschütterungsfrei durch die Welt bewegt wird. Ja? Und die Wirbelsäule ist so doppelt S-förmig geschwungen, sagt man. Und dies hier, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben gemalt, das ist das Hohlkreuz, das dient dazu, Schwingungen aufzufangen. Wenn ich die ganze Zeit sitzen muss, ist es natürlich unpraktisch, wenn das Hohlkreuz in der Luft hängt, die Lordose in der Luft hängt. Deshalb haben die Stuhlhersteller irgendwann, Gott sei Dank, begriffen, dass man die Lordose stützen sollte. Und das nennen sie halt Lordosenstütze. Und das ist der Hubbel, der hier eingebaut ist. Jetzt ist aber jeder Mensch unterschiedlich groß. Und jeder Mensch hat sein Hohlkreuz in anderer Höhe in Bezug zur Sitzfläche. Also muss der Hersteller von einer Rückenlehne die Lordosenstütze so bauen, dass man sie verstellen kann. Und an diesem Stuhl, das habe ich jetzt vorher nicht ausprobiert, mal gucken. Ah, ganz raffiniert. Hier an diesem Stuhl, habe ich auch noch nicht gesehen, gibt es hier hinten einen Drehknopf. Mit dem kann man den Hubbel, der hier drin ist, nach oben oder unten verdrehen. Ah, außergewöhnlich. Die meisten Hersteller machen das anders. Der macht es halt so. Und nee, da kann man die Lordosenstärke verdrehen. Jetzt habe ich. So, und die Höhe der Lordosenstütze, die kann ich verstellen über die Höhe der Rückenlehne. Ja, bei diesem Stuhl wandert die Lordosenstütze mit der Rückenlehne mit. Es gibt andere Herstellerprinzipien, da ist die Rückenlehne fix und ich kann die Lordose nach oben oder unten verschieben. Der Effekt ist der gleiche, das ist eine technische Frage, wie man es denn haben will. Also muss ich mir bei diesem Stuhl gucken, dass ich die Lordosenstütze auf die Höhe bringe, die für mich angenehm ist. So. Und als Luxusvariante kann ich dann auch noch einstellen, wie ausgeprägt das Hohlkreuz ist. Das ist okay, muss aber jetzt nicht zwingend dabei sein. So, habe ich auch für mich eingestellt. Passt. Sie sehen, bevor Sie das erste Mal einen Stuhl verwenden, stellen Sie ihn auf sich. Was manche Stühle haben, ist eine Verstellmöglichkeit der Sitzfläche. Das ist jetzt kein Must-Have, aber ein Nice-to-Have. Das ist besonders für die ganz Kleinen und die ganz Großen wichtig. Oder
für die kurzen und die langen Oberschenkel. Es gibt so eine Daumenregel, Sitzvorderkante, zwischen Sitzvorderkante und Kniekehle sollten 2 bis 3 Querfinger Platz sein. So, ja. Warum? Damit ich zum einen möglichst viel Oberschenkel auf der Sitzfläche habe, zum anderen aber nicht die Sitzvorderkante in die Kniekehle reindrückt. Weil, was ist in der Kniekehle? Relativ gut geschützt vor Einwirkungen von außen, bei Stolpern, bei Schlägen, bei was weiß ich. Die Versorgungsleitungen, ja, Nervenblutgefäße. Und die laufen mir durch die Kniekehle und die will ich natürlich nicht dauerhaft von hinten drücken, weil das mögen die nicht. Ja. Okay, dieser Stuhl hat jetzt keine Verstellung der Sitzfläche. Okay, dann hat er sie halt nicht, das macht ihn nicht schlechter. Wenn Sie ein ganz großer sind, also über 2 Meter oder ein ganz kleiner, unter 1,55, 1,60, dann sollten Sie auf sowas achten. Ja. Probe sitzen, ausprobieren, beraten lassen. Wenn Sie wohin gehen, wo ein Stuhl schon da ist, wird es nicht viel Beratung geben. Dann nehmen Sie sich halt den Stuhl, den Sie da kriegen und stellen den erstmal für sich ein. Ja? Wenn Sie irgendeinen Rechner benutzen, dann stellen Sie die Bedienung des Rechners auch so ein, wie es für Sie angenehm ist. Mauszeiger, Geschwindigkeit und solche Sachen. Oder hat etwa noch niemals jemand die Mauszeigergeschwindigkeit verstellt? Erzähle ich gleich noch was. Spannendes Thema, Software-Ergonomie. Könnten wir noch einen zweiten Vortrag dazu machen. Gut, also wir haben jetzt den Stuhl einigermaßen eingestellt. Ne? Dann die Sitzhöhe haben wir jetzt auch schon gesagt. Tisch, das nächste ist der Tisch. Die in Anführungszeichen richtige Tischhöhe wäre in etwa so, wenn ich vernünftig sitze, dann nehme ich meine Arme, lege die hier drauf und wenn das dann etwa 90 Grad sind, dann passt es so ungefähr. Dieser Tisch wäre jetzt für meine Sitzhaltung, meine Körpergröße, meine Knochenlängen und so weiter ein Ticken zu hoch. Das ist auch kein Bürotisch, ne? Den haben wir halt hier reingestellt. Da würde ich mir wünschen, dass der 2-3 Zentimeter tiefer ist. Ein guter, moderner Bürotisch ist in der Höhe einstellbar. Da gibt es haufenweise verschiedene Techniken, wie man das macht. Irgendwo da unten an den Füßen irgendwas kurbeln, drehen, schrauben, sonst was. Wenn das Ihr persönlicher Arbeitsplatz ist, an dem Sie dauerhaft sitzen, machen Sie sich die Mühe und stellen den so ein, wie es für Sie angenehm ist. Und vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen rumprobieren, bis man das hat. Standardvorschlag, der meistens ganz gut passt, ist eben dieser. So, und dann hier 90 Grad und dann haben wir da die Höhe der Tischoberfläche. Wer normgroß ist, ich bin normgroß mit 1,78, da passt üblicherweise die Standardtischhöhe von 72 cm einigermaßen gut. Wer halt kleiner oder größer ist, muss es für sich einstellen. Es gibt keine Begründung der Welt, dass in irgendwelchen größeren Arbeitsumgebungen alle die gleiche Tischhöhe haben. Das ist Quatsch. Höre ich immer wieder mal. Super. Ja, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich habe es ganz am Rande angedeutet, als die Bürostühle noch nicht einstellbar waren. Ja, da haben die kleinen eher mal Frauen, aber es gibt ja auch kleine Männer, die können schwierig sein, die kleinen Männer, Achtung. Da haben die Kleinen, hatten dann das Problem, dass sie mit den Füßen in der Luft baumeln. Das ist gar nicht gut. Ich sollte im Leben immer die Bodenhaftung bewahren. Das gilt auch für das Sitzen am Bürotisch. Und dann hat man sich halt beholfen mit so Fußbänkchen. Das ist ein Workaround, das kann man machen, ist aber jetzt nicht so richtig prickelnd. Es gibt eine einzige Begründung, habe ich auch erst dazugelernt, das heute auch noch so zu machen. Wenn nämlich eine Dame mit High Heels unterwegs ist und mit High Heels am Bürotisch sitzt, ja, dann kann es sehr erleichternd sein, wenn man so ein Fußbänkchen dazu tut, dass sie die Fußspitzen
aufstellen kann und dann wieder mit den Füßen gerade sitzen, weil das ist ja keine entspannte Nullstellung, wenn ich mit High Heels sitzen muss. Ne? Das irgendwie ist nicht so ganz praktisch. Und es gibt Arbeitsumgebungen, wo das irgendwie erwartet wird. Okay. Ansonsten ist das mit den Fußbänkchen eigentlich ein Relikt aus grauer Vorzeit des Büroarbeitsplatzes und sollte heute keine Bedeutung mehr haben. Ja? Ergonomie heißt, die Arbeitsmittel werden dem Menschen angepasst und nicht der Mensch dem Arbeitsmittel. Das ist so Grundlage des Denkens. 10 Minutes, okay. Danke. Den Tisch haben wir. Arbeitssystem, Bildschirm. Sie erinnern sich an meine Rede vorher, wo der Kopf hinguckt? Ja? Wer von Ihnen hat schon mal den Satz gehört, die Bildschirmoberkante sollte auf Augenhöhe sein? Okay, das sind überraschend wenige, meistens sind es viel mehr. Ich bin aber froh, weil der Satz ist nämlich falsch. Als in grauer Vorzeit die ersten PCs als Arbeitsgeräte auftauchten, IBM X86-Familie, grüner Kommandozeilenmonitor, 12 Zoll, Riesenteil obendrauf, ja, manche können sich noch erinnern, andere sehen das im Museum, da kamen die Arbeitswissenschaftler und haben gesagt, hoppla, wenn ihr aber jetzt solche Arbeitsplätze macht, dann sorgt bitte dafür, dass das wenigstens so ist, dass die Bildschirmoberkante maximal auf Augenhöhe ist und nicht noch höher. Und das kleine Wörtchen maximal ist dann irgendwie unter den Tisch gefallen und seitdem sind Horden von wohlmeinenden, was auch immer, Beratern durch die Büros gerannt und haben gesagt, die Bildschirmoberkante muss auf Augenhöhe. Daraufhin hat man dann dafür gesorgt, dass Bildschirme möglichst hoch stehen können. Man hat Stapel von Kopierpapier drunter gelegt oder ich kenne Sekretärinnen, die haben sich dann vom Werksschreiner eine Holzschachtel machen lassen, damit die Bildschirmoberkante exakt auf ihre Augen ist. Alles Käse, alles unergonomischer Quatsch. Die Grundaussage war, Bildschirmoberkante maximal auf Augenhöhe, Klammer auf, am liebsten aber deutlich darunter. Regel Nummer 1 für die Einstellung des Monitors, der Monitor gehört so weit nach unten wie möglich. Punkt. Oder in Büroumgebungen sorgen Sie dafür, dass Sie Ihrem Gegenüber in die Augen gucken können. Wenn Sie das nicht wollen, haben Sie ein anderes Problem, das hat aber was... Das ist aber was Zwischenmenschliches und hat mit Ergonomie nichts zu tun. Ja? Kommt gleich. Ich lege das jetzt mal hier nebenhin, weil jetzt muss ich gestikulieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier Bildschirm und Tastatur und so und haben Sie irgendein Stück Papier. Nehmen wir das mal als Stück Papier. Da lesen Sie jetzt irgendwas ab und dann schreiben Sie irgendwas. So. Und dann wollen Sie natürlich auch noch sehen, was Sie schreiben. Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Das ist die Schildkrötenhaltung, die Turtle Position. Ja. Das kann irgendwann nur hier wehtun und da wehtun. Und wenn es weh tut bei der Arbeit, macht es dann Spaß? Nö. Ja. Das ist das mit dem Monitor. Erstens, der Monitor gehört runter, dass Sie erinnern sich an unseren Steinzeitmenschen, nach vorne unten gucken können. Ja. Das ist die beschwerdefreie Nulllage sozusagen. Und dass Sie dann, nehmen wir mal an, die Tastatur zu sich ranziehen können. Aber wenn Sie die Tastatur da haben, was passiert? So, was ist das Nächste, was passiert?
So. Was ist das Nächste, was passiert? Sie landen irgendwann an der Stuhlvorderkante. So. Und da hängen sie dann da. Das sorgt für Beschwerden. Ja? Und außerdem, wenn sie von dem mehrere hundert Euro teuren Bürostuhl sowieso nur die Vorderkante benutzen, dann brauchen sie auch bloß einen Balken aus dem Wald holen, dann brauchen sie keinen teuren Stuhl. Also, sie wollen da hinten sitzen, sie wollen die Tastatur zu sich herholen, wenn sie irgendein Papier für ihre Arbeit brauchen, wollen sie es da hinlegen, dann können sie locker und entspannt sitzen. So. Maus ziehen sie natürlich auch zu sich ran und haben den vollen Überblick. Ob sie jetzt einen 27 Zöller haben oder ein Doppelmonitorsystem, völlig egal. Der Monitor gehört so weit nach unten wie möglich. Wenn Sie jetzt sagen, ja Moment, das ist ja ein ungünstiger Winkel mit meinem Papier hier, da ne, kann man schlecht drauf gucken, dann holen Sie sich das billigste ergonomische Hilfsmittel, was das Büro zu bieten hat, einen leeren Aktenordner. Tun ihn dahin, legen ihr Papier drauf und hoppla, haben Sie eine super Arbeitseinstellung, wo Sie auch wenig Abstandsunterschied zwischen Papier und Monitor haben. Das sind so die wesentlichen Tipps, die man dazu abgeben kann. Ich habe vorher gesagt, ich erzähle noch was zur Mauszeigergeschwindigkeit, lasse ich jetzt fallen, wer da spezielle Fragen hat, bitte nachher. Weil das Wichtigere ist, kurz noch was zum Laptop zu erzählen, bevor ich hier die Null kriege. Wenn Sie mit dem Laptop arbeiten, gelten die gleichen Prinzipien, weil unsere Anatomie und Physiologie sind nicht plötzlich anders, bloß weil Sie ein anderes Gerät bedienen. Ja? Und da haben Sie aber schon den Monitor so weit unten wie möglich. Geht gar nicht anders. Das ist okay. Sie haben hier eine Handballenauflage, die können Sie sich für Ihre normale Tastatur auch besorgen. Sowas oder sowas Ähnliches gibt es für, weiß nicht, 2 Euro im Zubehörhandel. Probieren Sie es aus, Handballen auflegen vor der normalen Tastatur, ist angenehm. Was Sie nicht wollen, ist so arbeiten. Viele Tastaturen sind nach oben geneigt. Das sind so Füßchen dran, die Füßchen können Sie ausklappen, ne, und dann ist das Ding besonders hoch. Warum wollen Sie so arbeiten? Macht keinen Spaß, sorgt für Beschwerden. Hier, Mausarm-Syndrom, ja, wird auch durch diese Haltung beeinflusst. Sorgen Sie dafür, dass die Tastatur möglichst flach ist, klappen Sie die Füßchen ein oder machen Sie ganz ab. Benutzen Sie so eine Tastaturvorlage, alles ist gut. Beim Laptop sind Sie dazu praktisch bauarttechnisch schon gezwungen. Das ist in Ordnung. Das macht eine ergonomische Handhaltung. Wenn Sie zu einem bekannten schwedischen Möbelhaus gehen, dann wird Ihnen dieses Teil hier verkauft als Laptophalter. Als Laptophalter ist es der letzte Käse, weil Sie kommen in diese Haltung rein, Sie machen den Bildschirm höher, ist eigentlich alles Quatsch. Aber für was anderes ist der gut, nämlich man kann den verwenden anstelle des leeren Aktenordners und dafür ist das Teil richtig klasse. Kostet 3,99 Euro, super Vorlagenhalter, habe ich jetzt mehrfach vorgeführt in Firmen und 2 Firmen haben dann haufenweise von diesen Dingern gekauft und jeder, der eins haben wollte, hat es gekriegt. Ja. Okay, die Vorlagenhalter gibt es in sehr teuren Varianten, zum Beispiel noch so von einer holländischen Firma, kostet über 200 Euro, hat haufenweise Schickimicki, kann aber auch nicht wirklich viel mehr, brauchen wir nicht unbedingt. Okay, jetzt ist, glaube ich, gleich so, dass ich die Null gezeigt bekomme. Das waren die wesentlichen Dinge, die so zum Thema Bildschirmarbeitsplatzergonomie zu erzählen sind. Hauptbotschaft ist, machen Sie sich doch die Arbeit so einfach wie möglich. Ja? Und das waren jetzt alles Tipps.
die zum Nachdenken anregen sollen, bitte nicht so verstehen, dass sich hier einer hingestellt hat, der gesagt hat, wie sie es machen sollen. Nee, ich sage Ihnen nicht, was Sie machen sollen. Ich gebe Ihnen Anstöße, mal was zu verändern. Probieren Sie es aus. Ganz wichtig, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn Sie wirklich was verändern, zum Beispiel den Monitor runterbringen, das ist erstmal komisch und anders. Geben Sie sich 2 Wochen Zeit, probieren Sie es aus und dann entscheiden Sie sich, was Ihnen angenehmer ist. Und dann machen Sie es, wie Sie wollen. Okay, das war's so von meiner Seite. Für Fragen stehe ich auch nachher gerne noch zur Verfügung.